Mahlzeit und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Starfield. In der letzten Folge haben wir die Probemission für die UC Vanguard angetreten. Das lief aber bei weitem ganz und gar nicht so wie ursprünglich geplant. Wir sollten eigentlich nur ein Comm-System reparieren. Trafen stattdessen auf einen Terrormorph und jede Menge toter Siedler. Nachdem wir den Terrormorph erledigt hatten, mit etwas Hilfe von ein paar Geschütztürmen, haben wir uns dazu bereit erklärt, eine Genprobe von dem Ding zum Mars zu bringen. Nach einer kurzen Besprechung mit unserem leitenden Offizier haben wir uns dann auf den Weg gemacht ins Sol-System. Und ja, da sind wir jetzt. Momentan auf Luna, da wollte ich noch schnell diese Apollo-Landmarke abgrasen. Und jetzt habe ich hier dieses Schiff entdeckt. Das ist eigentlich schon das zweite. Das erste, das ich klauen wollte, gehörte aber auch zur UC Vanguard. Da habe ich gedacht, das lassen wir mal lieber. Jetzt gehen wir mal hier hin. Das möchte ich mal aus der Nähe sehen. Das sieht nämlich aus wie ein Schiff von diesen Sternenblütern. Wer weiß, vielleicht können wir die ja auch klauen. Sieht auf jeden Fall mal imposant aus. So, gleich haben wir es geschafft. Nein, bitte nicht starten. Es klang gerade so, als würde es sich zum Start bereit machen. Sternenblut Guardian. Okay. Gut, dann wird doch hier sicherlich auch wieder irgendwo jemand, einer von denen rumrennen. Und vielleicht mal ein bisschen die Augen offen halten. Kommt man da überhaupt rein? Also der hat uns wohl noch nicht bemerkt.
Verdammt. Schade. Na gut, ein Versuch war's wert. So, wo ist denn der Kollege hier? Hallo? Ach, die können ja sprechen. Zeit und Raum krümmen sich. Ja, soll vorkommen. Was war denn das? Okay, irgendwas, das Schaden über Zeit macht. So, wir haben eine weitere Quantum-Essenz erhalten. Kommen wir da jetzt rein? Nö. Schade. Sonst irgendeine Möglichkeit? Hallo, mach mal Tür auf. Na gut. Ja, zum Thema mit dieser Quantumessenz, da habe ich mich ja schon mal gefragt, was kann man denn damit machen? Wo sehen wir das? Was ist das? Habe ich entdeckt hier. Ne? Quantumessenz benutzen. Erhöht 60 Sekunden lang das Sternenblutkraft-Regenerationstempo. Dann wäre das auch endlich mal geklärt. Ja. Und da sonst, da man hier sonst nichts machen kann, hier mal noch schnell ein bisschen Zeug essen, damit das Inventar irgendwann mal leer wird. Und dann gehen wir wieder zurück. So, die Lauferei, das schneide ich jetzt einfach raus. Und falls unterwegs irgendwas Interessantes passiert, melde ich mich einfach wieder. Bis gleich. Und da sind wir angekommen. Oh, was ist das hier? Ach so, die Flagge. Ah ja. So sieht man es ein bisschen besser. Ja, der Landeplatz der Apollo-Mission. Huch. Und da haben wir die Apollo-Schneekugel. Ja, sonst gibt's hier nichts. Da hinten ist noch ein Gebäude, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Ja, lieber mal schauen, dass wir mit der Mission weiterkommen. Sprich, wir fliegen zurück zum Mars. Und suchen in Cydonia den Dr. Walker.
Also ich habe keine Ahnung, warum die Landeplätze immer so weit weg sind von den eigentlichen Punkten, wo man hin will. Gerade wenn man so wie ich chronisch überladen ist, dann ist das nervig. Nun gut, wir haben es geschafft. Sind wieder beim Schiff. Und los geht's. Zum Mars. Du befindest dich im UC-Raum. Kurs beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Scan abgeschlossen. Willkommen auf dem Mars. Landefreigabe für Cydonia erteilt. Jo, danke. So, dann gehen wir da mal runter. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Feierabend im Broken Spear. Es gibt doch nichts Schöneres. Na, nee, wir sollten ja in die andere Bar gehen für diese Veteranen. Wir haben alles Mögliche. Frag einfach. Ja. Wenn du einen Deal einfädeln willst, versuch's bei jemand anderem. Was? Ich suche eigentlich nur jemanden. Wer bist Was du? Für ein Tag, hä? Oktay Enbayar. Rechnung erhältst du im... Oh, du willst gar nichts ausliefern. Nö. Angeblich arbeitet hier ein Mann namens Walker. Captain Hoodle von der Vanguard. Ich brauche Percival Walkers Hilfe. Es geht um eine beunruhigende Entdeckung. Ja, komm, machen wir das hier mal schön offiziell. Ach ja. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber Dr. Walker ist seit einiger Zeit verschwunden. Ein Jammer. Wir hatten sehr große Hoffnungen an Percival gesetzt. Ich habe ihn für medizinische und biologische Beratungen herangezogen. Nicht das, was die Handelsaufsicht normalerweise macht. Aber wir dachten uns, es hätte das Potenzial, eine ganz neue Art von Einnahmen zu generieren. Ich habe jede Menge Eigenkapital in das Vorhaben investiert. Aber nach einem Problem beschloss er zu verschwinden. Ich vermute, die Miner haben ihn versteckt. Dieser Felsen hier hat ziemlich viele Spalten. Aber das ist wahrscheinlich auch am besten so. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich da mehr drüber wissen will. Nun gut, ich kann versuchen, ihn zu finden. Du scheinst kein Interesse daran zu haben, ihn zu finden. Von was für einem Problem reden wir hier denn? Warum haben die Miner ihn versteckt? Ja, erstmal, was für ein Problem? Worum geht's hier eigentlich? Dr. Walker hat eigene Arzneimittel hergestellt und verkauft an unsere Kunden zum Selbstkostenpreis.
Dies war ihm laut Vertrag ausdrücklich untersagt. Daher verlangten wir unseren Anteil am Gewinn und kürzten sein Gehalt. Vielleicht etwas zu stark, aber innerhalb gesetzlicher Rahmen. Dann verschwand er. Er hat seine Pflicht vernachlässigt und seine Schulden nicht bezahlt. Okay. Und warum haben die Miner ihn versteckt? Sie alle waren Devils. Red Devils. Eine UC Marine-Einheit hier auf dem Mars, die jedoch kurz nach dem Koloniekrieg aufgelöst wurde. Ich vermute, einige von ihnen haben gemeinsam mit Dr. Walker gedient. Im Kampf geschmiedete Bande. Verstehe. Na gut, ich werde versuchen, ihn zu finden. Nicht nötig. Die Handelsaufsicht hat kein Interesse daran, derart unzuverlässige Personen zu beschäftigen. Aber wenn du ihn dazu bringen könntest, seine Schulden zu begleichen, wären wir dir zu größtem Dank verpflichtet. Ich treibe kein Geld ein, ich muss nur wissen, wie ich ihn finden kann. Mal sehen, sag mir einfach, wo er sich zuletzt aufgehalten hat. Und wie hoch sind seine Schulden? Na, das wäre vielleicht auch mal interessant. Willst du sie übernehmen? Die genaue Summe kann ich dir spontan nicht nennen, aber mit den aufgelaufenen Zinsen ist sie durchaus beachtlich. Falls du ihn also finden und dazu bringen könntest, seine Schulden zu begleichen, wären wir dir aufrichtig dankbar. Ja, mal schauen. Sag mir mal, wo er sich zuletzt aufgehalten hat. Wunderbar. Ich würde einen Besuch im Sixth Circle vorschlagen. Soweit ich weiß, eine Bar auf der untersten Ebene der Stadt. Die Gauner dort dürften wissen, wo sich Percival aufhält. Aber sei vorsichtig. Diese Gruppe ist nicht gerade für ihre Gastfreundschaft bekannt. Ja, vielen Dank, Sherlock. Da wäre ich auch allein drauf gekommen. Na gut, dann gehen wir mal runter. Allerdings wurden wir ja da nicht wirklich herzlich empfangen. Das letzte Mal. Das Broken Spear ist oben. Lass dich da vorlaufen. Hier haben nur Devils-Veteranen und Co. Zutritt. Okay, der ist, glaube ich, neu. Bleib locker. Ich bin von der Vanguard. Angeblich weißt du, wo Percival Walker ist. Hadrian Sanon schickt mich. Ich suche nach einem gewissen Walker. Und wenn ich gerne mit Schwachmaten trinke, darf ich dann bleiben? Nee, wir sagen mal, dass sie uns geschickt hat, weil sie war ja auch beim Militär. Und anhand der roten Augen erkennt man ja, dass sie auch vom Mars kommt. Also wahrscheinlich war sie auch bei den Red Devils. Deswegen versuchen wir es mal auf die Art. Doc Walker? Tja, da bist du auf dem Holz. Andy, du da. Warum sagst du mir nicht einfach, was jemand wie du von Walker will? So oft kommen keine Topsider in meine Bar und behaupten, Leute zu kennen. Was willst du von Dr. Walker? Geld. Ich will immer nur Geld. Ich bin für die Vanguard hier. Er muss sich was ansehen. Ich überbringe was im Namen von Hadrian Sanon. Ich kann beweisen, dass sie mich geschickt hat. Terrormorphs könnten die Galaxie bedrohen. Percival muss mir helfen, sie aufzuhalten. Naja, wir machen das wieder. Werfen wieder ihren Namen in den Raum. Und hoffen mal, dass er uns dann etwas freundlicher gesinnt sind, die Kollegen hier. Wirklich? Ja. Falls das eine Fälschung ist, dann eine verdammt gute. Okay, vielleicht hat sie dich geschickt. Oder du weißt, wo man Fälschungen kriegt. Aber selbst wenn ich dir helfen würde, den Kontakt zu Dr. Walker herzustellen, hat er sich nicht ohne Grund rar gemacht. Seine Schulden bei der Aufsicht. Aber falls die jemand begleichen würde, müsste Percival sich nicht mehr verstecken. Diese Person würde bestimmt zu einem Freund von Percival und den anderen Devils werden. Und Freunden helfe ich immer gern.
Verstehe schon. Mal sehen, ob ich die Schulden begleichen kann. Und wie soll ich deiner Meinung nach Percivals Namen reinwaschen? Du und Percival, ihr wart beide Red Devils. Kannst du mir was darüber erzählen? Ja, wenn ich das jetzt mache, wird er wahrscheinlich Nein sagen. Na, probieren wir's mal. Die Red Devils waren die heftigste Marineeinheit der UC Navy. Um reinzukommen, musste man mindestens einmal als Dusty gearbeitet haben. Das hat uns abgehärtet. Deswegen haben wir uns um die UC Xeno-Waffen gekümmert. Keine andere Einheit konnte diesem Druck standhalten. Percival war aber kein einfacher Soldat, sondern Wissenschaftsoffizier. Hat dafür gesorgt, dass sich die Monster bei uns benahmen und bei allen anderen nicht. Aber genau diese Monster haben uns das Genick gebrochen. Als der Sperrvertrag in Kraft trat, wurde alles auf Eis gelegt, was mit Xenowaffen zu tun hatte. Auch die Red Devils. Die sind nur noch eine Erinnerung. Naja, also ist er auf jeden Fall der richtige Mann für unsere Mission hier. Um die Genprobe zu erforschen. Ja, du hast mit Xenowaffen gearbeitet? Ich? Nee, war bei der Infanterie. Aber meine Soldaten wurden mit denen eingesetzt. Sowas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Monster aus den finstersten Winkeln der Schwärze wüteten auf dem Schlachtfeld. Kann verstehen, warum das verboten wurde. Der Sperrvertrag hat uns am meisten wehgetan, aber nicht alles, was dadurch entstand, war schlecht. So, so. Okay, und wie soll ich deiner Meinung nach Percivals Namen reinwaschen? Nun, der direkteste Ansatz wäre, einfach bei der Aufsicht reinzuspazieren und die Schulden gleich zu begleichen, falls du Credits hast, die du nicht brauchst. Angeblich speichert die Aufsicht ihre gesamten Unterlagen und Inkasso-Dateien auf einem zentralen Server in ihrem Lagerraum. Wenn da jemand einbrechen und Percivals Schulden auf, sagen wir mal, ein paar akzeptable 100 Credits anpassen würde, könnte ich die Kosten gerne übernehmen. Und unter uns Freunden von Hadrian, in Saldonia gibt es jede Menge alter Wartungsbereiche. Würde mich nicht wundern, wenn einer davon direkt in den Lagerraum der Aufsicht führt. Zum Beispiel mit einem Eingang hinter dem Broken Spear. Die brauchst du dann auch noch. Na, das ist doch mal eine hilfreiche Information. Dann schauen wir mal, ob wir die Schulden begleichen können. Ich freue mich schon auf die gute Nachricht. Hey, du! Möglicher Freund von Hadrian. Was? Komm her! Hab gehört, wie du mit Lou geredet hast. Du hilfst also Dr. Walker? Wieso? Wer will das wissen? Ich werde es versuchen. Klingt, als hätte ich wohl keine andere Möglichkeit, ihn zu finden. Und warum? Weißt du, wo ich ihn finden kann? Oh, nein. Ich habe eine Vermutung. Aber du willst Percival doch helfen, oder? Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Na gut, gut. Percival ist ein Guter. Pass auf, ich weiß, wie du das hinkriegst, ohne irgendwo einbrechen zu müssen. Wässriger Hämatit. Der Mars ist voll davon. Die Leute halten ihn für Müll, aber Percival und ich haben an Projekten in den Tiefminen gearbeitet. Zumindest als er noch nicht für die Handelsaufsicht geschuftet hat. Aber wir wissen, wie man ihn nutzbar macht. Und profitabel. Wenn du Oktay bei der Aufsicht unsere Forschung gibst, müsste das Percivals Schulden mehr als begleichen. Der sucht immer nach Vorteilen für sich. Ja, das habe ich schon rausgefunden. Klingt ja recht einfach. Es gibt wohl einen Grund, warum die Aufsicht es noch nicht hat. Entschuldigung, wer bist du? Wässriger Hämatit, was ist das? Projekte? Habt ihr etwa Camps hergestellt?
Jetzt erstmal, wer bist du überhaupt? Oh, ich bin Cambridge. Ich war Percivals Assistent. Oder eher sein Schüler. Er hat mich angestellt, damit ich ihm bei einem seiner Nebenprojekte helfe. Ich kenne all seine Experimente. Und ich wusste, dass das hier was Großes war. Okay, verstehe. Dann erzähl mir mal mehr über den wässrigen Hämatit. Hauptsächlich Eisen und Abwasser aus 3 Jahrhunderten. Aber nur Percival kann dir sagen, was da an Spurenelementen und so einem Zeug drin ist. Aber er sammelt sich in der Nähe von Siedlungen an und irgendwas im Marsboden wandelt ihn um. Ah, und wir glauben, dass wir eine neue Verwendung dafür gefunden haben. Die da wäre? Na gut, was für Projekte denn? Habt ihr etwa Chems hergestellt? Nein, 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 nein. Ja, schon, aber medizinische. Ich habe ihm geholfen, das herzustellen, was der Stadt fehlte, und dann haben wir es günstig an die Miner verkauft. Aber die Aufsicht hat davon Wind bekommen und wollte ihren Anteil. Okay. Und ich nehme mal an, es gibt einen Grund, warum die Aufsicht diese Unterlagen oder Infos noch nicht hat. Ja. Wir konnten die Forschung nie abschließen. Spacer haben sich eingenistet und uns vertrieben. Aber wenn du sie beseitigst, kann ich dir zeigen, wie du die Forschung fertigstellst. Dann kannst du sie der Handelsaufsicht geben und die Leute haben wieder Arbeit in den Tiefminen. Es gibt wieder Jobs. Ich werde ein moderner Volksheld und muss nicht mehr auf einem aufgeblasenen Raumanzug schlafen. Oh je, okay. Ganz schön viel Arbeit, um sich kein Kissen kaufen zu müssen, aber okay. Gut, sag mir einfach, wo die Mine ist, kein Interesse. Und was sind Spacer und was ist mit den Jobs auf dem Mars? Das wissen wir ja alles schon. Ja gut, sag mir einfach, wo die Mine ist. Ja, ja. Der Zugang zu den Tiefminen liegt außerhalb der Stadt, ist nicht weit. Du musst wahrscheinlich nicht mal dein Schiff nehmen. Wir waren beim Hauptbohrer. Wenn du den Spacer-Anführer ausschaltest, dürfte der Rest die Botschaft verstehen und sich verziehen. Melde dich danach über das Kommfeld bei mir. Dann kann ich dir zeigen, wie du die Forschung zu Ende bringst. Na gut, das klingt ja sogar noch besser, als sich irgendwo reinzuhacken. Huch. Okay, dann gehen wir mal nach draußen und suchen den Zugang. Ich? Du willst mit mir? Nö, will ich nicht. So, wie weit ist denn das hier? Normale Aktivität kann fortgesetzt werden. Ach, hier. Na gut, ist ja schon ein Stück, aber ich glaube, das kriegen wir noch hin. Meter. Dann mache ich an der Stelle einfach nochmal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir da sind oder unterwegs irgendwas Interessantes passiert. Bis gleich. Und schon sind wir da. Und da laufen auch schon die ersten Gestalten rum. Okay, der wird direkt als Gegner angezeigt. Also werden wir mit denen wohl nicht reden können.
Na, komm raus. Von den Granaten hier. So, ne, warte. Das ganze Zeug hier muss weg. So, mitten im Feuergefecht erstmal hinsetzen. Kleines Picknick machen. So, noch ein paar Liter Milch hinterher und schon geht's uns wieder gut. So, jetzt komm raus hier. Oder kriecht er? So, dann gehen wir mal näher ran. Bevor wir hier die ganze Munition für das gute Stück verschwenden. Dann probieren wir endlich mal das Ding hier aus. Verlassene Minen. Okay, macht das jetzt überhaupt Schaden oder was? Oh ne. Okay, das ist eine Betäubungswaffe. Verstehe. Damit kann ich jetzt hier leider nichts anfangen. So, wo ist der andere? Du hast keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. Okay. Warte mal, ich glaube, das war jetzt schlecht. Es werden ja wahrscheinlich hier schon die ganzen Leichen despawned sein. Oder nee? Gut. Wo räumen wir hier draußen erstmal auf?
Ja, warte mal, was hatte ich denn da zuletzt? Das hier. So. Und da noch was? Nö. Nuklearer Brennstab. Oh, hallo. Sehr schön. Das kommt alles mit. Ja, noch ein paar Komponenten. Okay, das dürfte es dann eigentlich gewesen sein. Dann gehen wir mal nach drinnen. Suchen dann mal den bösen Spacer-Boss hier. So, was haben wir denn hier noch? Noch mehr Milch. Okay, da geht's runter. Wer hätte's gedacht? Ja, die geheime Säuferecke hier. Das Zeug kommt alles mit. Alles, was wir brauchen können, immer einstecken. Na gut, als Distanzwaffe vielleicht nicht so gut geeignet.
Okay, ich glaube, das war ein Boost Pack. Und direkt das nächste. Explodieren hier ständig irgendwelche Sachen. Nachladen! Ich lasse mich nicht töten. Ach, da oben. Hallo. Das ist, glaube ich, ein Geschützturm. Oder? Nee. So, zwei Stück haben wir noch laut Anzeige. Hallo. Meine Augen! Tschö, guten Flug. Wunderbar. Ja, dann räumen wir jetzt natürlich erstmal hier auf, bevor wir da weitergehen. Dann dürfte sich doch auch noch ein bisschen was finden lassen. Na gut, vielleicht auch nicht. Oh, hier oben ein bisschen was, aber ist jetzt auch nicht die Welt. Aber immerhin besser als nichts. So, hier ist doch vorhin noch eine runter gestürzt. Oder hier, ne? Was ist das? Das sieht aus wie ein Alien-Anus. Was zum Geier? Warte mal.
Hier wird das gute Zeug gelagert. Ein Minenleben. In einem alten Astrologiebuch steht, dass ich ein Schütze bin, was auch immer das bedeutet. Und in meinem Horoskop, hab keine Angst vor der Wahrheit in der dunklen Höhle. Ist natürlich Quatsch, aber es passt trotzdem. Sogar eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig. Ich erkunde jetzt schon den dritten aufgegebenen Schacht. Und schon wieder finde ich darin tonnenweise gutes Zeug, das man einfach zurückgelassen hat. Der Triumph des Laserminings mag zu viel für diese alten Minen voller Maschinerie gewesen sein, doch für einen Plünderer wie mich ist das ein gefundenes Fressen. Für die Mining-Konzerne sind diese riesigen Maschinen den Aufwand nicht wert, doch jemand wie ich kann sie einen Monat lang ausschlachten, um die alten Wärmetauscher für ein Jahresgehalt an Schrotter in Cydonia zu verkaufen. Tja. So viel zur Theorie. Bis dann irgendwann Spacer kommen und dich einfach wegballern. Ne? Okay, schauen wir mal da noch rein. So, dann haben wir auch noch einen Skillpunkt bekommen. Reicht das jetzt? Naja, zwei Schlösser brauchen wir noch. Dann können wir hier auf Rang 3. Dann heben wir uns den Skillpunkt einfach mal auf. So, noch mal ein bisschen was konsumieren hier. Na. Ich frage mich nur, wie ist die Person hier rein und raus gekommen, wenn das hier der einzige Zugang ist? Also rein, ja, aber wie kriegst du das dann wieder dicht? Sehr mysteriös. Okay, was haben wir da hinten noch? Okay, ein riesiges verschlossenes Tor. Dann schauen wir mal, wie es da hinten weitergeht. Offensichtlich durch diese Tür. Wieder
Komponenten. Noch mal eine Ebene tiefer, ne? Volltreffer. So, einer noch. Hallo. Und dann räumen wir auch hier natürlich alles leer. Was geht? Wenn wir Glück haben, finden wir noch irgendwo zwei verschlossene Sachen. Okay, da hinten geht's dann wohl weiter. Mikrosekundenregler. Aha. Verschlossener Spind. So und so. Na gut, das ist ja einfach. Das machen wir dann so. Das war's. Nur gut.
So, dann haben wir noch jede Menge Fressalien. Und Getränke. Kühlschränke, die schauen wir natürlich auch noch durch. Und da hätten wir unser zweites Schloss. Wunderbar. Das passt. Perfekt. So, dann können wir jetzt hier in die nächste Stufe aufsteigen. Können dann damit alle Schlösser knacken. Sämtliche Schwierigkeitsstufen. Wird auch Zeit. So, ne, von hier kommen wir ja. Okay, nächster Abschnitt geräumt. Schauen wir mal da oben noch. Okay, das sieht jetzt so langsam mal so ein bisschen nach Labor aus. Oh, Schriften von Varun-Ketzern, Schmuggelware. Die können wir natürlich nicht hier lassen. Wäre schlimm, wenn die in falsche Hände geraten. Varun-Skriptur. Ganz schön viel Varun-Krempel, der hier rumliegt. Ach so. Okay, jetzt habe ich einen Überblick verloren, wo wir sind. So, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Alles klar.
So, das dürfte dann auch für hier gewesen sein. Also gehen wir noch tiefer in die Mine rein. Uah. Hab ich mich erschreckt. Oh, mein Herz. Blödes Vieh. Okay, also die schlüpfen aus diesen Rosetten. Der Anführer? Nö. Dachte mir schon, dass da nichts war. Okay, also der Anführer hier, der hat sich ja richtig tief hier verschanzt. Ach, guck mal hier, wässriger Hämatit. Nehmen wir mal mit. Werden wir höchstwahrscheinlich dann brauchen, um die Forschung abzuschließen. Lass mal die hier platt machen. Komm, bleib hier. Ah, und da kommt auch schon der Chef angerannt. Da ist er. Stufe 30. So. Mal kurz ein bisschen was essen. Und weiter geht's. Na, bleib stehen.
So, gleich haben wir's. Na komm, steh auf. Also mit dem Rest hauen die jetzt ab, oder? Nee, zum Glück nicht. Jetzt. Ach, der hat so einen Tank getroffen. Hallo. Gut. Das war's. Ein bisschen überzogen, aber naja. Jetzt haben wir sie alle erledigt. Ihr Lieben, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen oder ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.